Super schönen guten Tag, liebe Leute. Da sind wir wieder beim Pokémon Showdown und das ist dieses Mal die vorerst letzte Folge des Formates, denn wir haben alle Charaktere abgehakt, die bis dato erschienen sind. Vielleicht haben wir einige vergessen, aber ich denke, die wichtigsten haben wir. Das bedeutet, bis Karmesin und Pupo rauskommen und etwaige DLCs oder Sondereditionen, wer weiß das schon, wird das Pokémon Showdown Character bitte erstmal aussetzen, da wir alle Charaktere, wie gesagt, fertig haben. Aber wir haben schon ein weiteres interessantes Pokémon Showdown Format geplant, worauf wir uns auch schon sehr freuen. Das wird ziemlich cool. Und ja, das werdet ihr dann sehen, das wird ziemlich super. Aber bis dahin, letzte Folge. Ich hatte den Charakter Mac. Das ist der Gesteins-Arena-Leiter aus der Kalos-Region. Und der hatte folgende Pokémon zur Auswahl: Tanatora, Potrot, Humanolith, Monte Carbo, Despotar. Und dann dachten wir uns, hey, geben wir ihm doch einfach mal noch einen Stolos dazu. Weil Stolos ist Gestein-Stahl und es passt ganz gut, dachten wir uns. Weil, ja, andere Gestein-Pokémon, die es jetzt nur der Gen gab, gab es ansonsten nicht, glaube ich. Nee, ich glaube, es gab keinen anderen. Oder die wurden von irgendjemand anders benutzt. Ah ja, ich glaube, die Fossilien. Nee, die sind nicht Gestein. Egal. Ich habe jetzt hier also mein Team erstellt, weil ich ja alle 6 benutzen muss. Und ich habe mich selbstverständlich für ein Sandsturm-Team entschieden. Ich meine, es ist ein Gestein-Team. Da jetzt kein Sandsturm zu spielen, wäre doof, weil wir alle dann 50% Spezialverteidigung dazu bekommen. Als erstes haben wir Stolos. Stolos spiele ich mit Rockhead und dem Choice Band. Das heißt, er soll ja einfach richtig heftig durchsweepen und am besten keinen Rückstoßschaden bekommen durch den Rockhead. Wir spielen natürlich auf Full ATK und Speed, aber mehr auf ATK, weil er ist eh nicht so schnell und er soll mit dem Wahlband einfach nur reinböllern. Wir haben hier den Aquatail als Coverage Move, Erdbeben als Coverage und Kopfstoß und Heavy Slam als Step und ja, ich kriege keinen Rückstoßschaden durch den Kopfstoß. Ich denke, das ist ganz nett. Mit einer 150er Attacke mit Wahlband und ATK Pluswesen sollte das richtig, richtig reinhauen. Ja, dann haben wir Tanatora. Tanatora spielen wir mit dem White Herb und Shell Smash, also Hausbruch. Genau, Hausbruch, dass es dann halt seine Werte verbessert und die negativen Werte wieder durch das White Herb ausgleicht mit der Krallenwucht, damit die Krallenattacken stärker sind. Beziehungsweise alle Kontakt-Moves war das ja, genau. Wir haben hier den Gift-Heap als Coverage-Move, wir haben die Steinkante als Step, Aqua-Durchstoß als Step und natürlich den Hausbruch, weil der ist wichtig. Hier gehen wir ebenfalls komplett auf Initiative und Angriff, weil, ja, wir wollen sweepen. Dann haben wir Botrot. Botrot ist super, wenn ich mir diese roten Werte angucke, denke ich mir so, oh mein Gott, aber das ist ja vollkommen egal. Botrot haben wir natürlich mit den Überresten und der Robustheit, weil die anderen Fähigkeiten sind für uns nicht wirklich von Bedeutung. Wir könnten ihn natürlich mit Bären spielen, aber ich fand die Robustheit so ein bisschen besser. Wir spielen es natürlich als ekelhafter Hazardsleger. Wir haben hier das Klebenetz und die Tarnsteine. Wir haben die Zugabe, falls wir einem Sweeper gegenüberstehen, der sich irgendwie boosten will. Und alternativ noch das Toxin. Wir haben keine Coverage Moves, das heißt, wenn sowas wie Verhöhner kommt, müssen wir leider austauschen. Aber das ist dann halt so. Ich hätte noch Plage spielen können, aber ich fand die anderen Angriffe ebenfalls sehr wichtig. Deswegen, ja, haben wir halt mal keine Plage. Dann haben wir Humanolith, das ist ebenfalls einer unserer Sweeper. Haben wir hier mit dem Warschall und Powerspot. Powerspot bringt uns leider nicht allzu viel. Die Fähigkeit sagt halt, ja, Verbündete machen mehr Schaden. Ist halt im Einzelkampf doof, aber was will man machen, der hat nur diese Fähigkeit. Da er sehr, sehr schwer ist, haben wir noch den Brandstempel, der mehr Schaden macht, je nachdem wie viel wir mehr wiegen zum Gegner. Haben wir halt das Coverage-Move Erdbeben noch, Kraftkoloss und Steinkante. Theoretisch hätten wir hier jetzt auch eine Offensivweste spielen können, aber ich wollte ihn gerne als Sweeper mit dem Choice Scarf, dass er einfach irgendwie alles treffen kann. Und ja, wir haben also 3 sehr, sehr nice Sweeper. Dann haben wir Despotar, das spielen wir mal nicht als Sweeper, sondern als Sandsturm-Hausbringer, selbstverständlich. Hat ja schon die Fähigkeit Sandsturm, deswegen passt das perfekt, deswegen geben wir ihm auch noch den Smooth Rock. Damit das Ganze 8 Runden hält, haben wir die Donnerwelle, um Gegner nochmal ein bisschen langsamer zu machen, die Steinkante und den Knirscher als Step. Und Erdbeben als Coverage. Ich habe sehr viel Erdbeben-Coverage, aber Erdbeben ist halt doch einfach gut. Kann man nichts gegen sagen. Auf Defensive und HP. Und dann haben wir hier unseren speziell... Ne, der ist auch defensiv. Speziell defensiv ist ja egal, weil wir haben ja den Sandsturm. Und falls Despotar irgendwann stirbt, haben wir hier auch noch einen Sandsturm drauf. Denn unser Humanolith... Ne, wie heißt du? Monte Carbo. Ich weiß gar nicht. Doch, Monte Carbo heißt du auch auf Deutsch, glaube ich.
Wir haben hier die Heavy Duty Boots, weil du eine Tarnsteinschwäche hast, die ich nicht so toll finde. Deswegen Heavy Duty Boots, nice. Flammkörper, damit wir gegnerische Pokémon ein bisschen verbrennen können, weil ich meine, Steam Engine ist nett, aber die Sache ist, wenn wir von einem Fire Move getroffen werden, wird wahrscheinlich nicht passieren, weil warum sollte Paul Feuerattacken gegen uns einsetzen und ein Wassermove wird ihn wahrscheinlich killen. Außer wir haben einen Focus Code, was wir aber nicht haben, deswegen ja, wir spielen ja eh nicht als Sweeper, deswegen ist Flame Buddy schon eine ganz gute Fähigkeit. Wir haben hier den Flammenwurf als Step, Turbodreher, um Tarnsteine wegzuhauen, Sandsturm halt, falls ja, Despotar nicht mehr kann. Und ebenfalls noch Spikes, damit haben wir drei verschiedene Hazards auf dem Feld mit Stealth Rock, Sticky Web und Spikes. Und wenn das durchkommt, wäre es ziemlich cool. Wir haben hier natürlich auf Defensive und HP. Es soll halt hauptsächlich eher so ein bisschen aushalten und Spikes legen und Turbodreher machen und halt Sandsturm. Also so einfach so ein Mädchen für alles, wie man das so schön sagt. Auch wenn man das heutzutage wahrscheinlich nicht mehr sagen sollte, aber you know what I mean. Ja, und damit haben wir unser Team abgehakt und ja. Ich bin gespannt, wie dieses Sandsturm-Team als letztes nochmal antanzen wird. Ich habe leider keine Fähigkeiten wie Sandscharrer oder sowas. Die einzige wirkliche Fähigkeit, die was hier im Sandsturm macht, ist Despotar. Ohne Despotar wäre das Ganze natürlich auch ein bisschen schwieriger durchzubekommen. Aber ich denke, es ist trotzdem ganz nett, ihn dabei zu haben und überhaupt irgendeine Sandsturm-Fähigkeit zu haben. Ja, dann schauen wir uns jetzt das Team von Paul an und dann geht's zum Kampf. Yo! Ich hatte Maastricht, den ehemaligen Champ aus der Galar-Region, der in Pokémon Schwert und Schild so ungefähr der Mentor des Protagonisten ist und im Late-Game oder auch, ich weiß gar nicht, ob man das machen kann. Aber irgendwann kann man das machen, dieses Focus-Sparring auf jeden Fall. Wo man dann mit drei Pokémon des gleichen Typs so viele verschiedene Trainer wie möglich hintereinander besiegen muss. Als Pokémon zur Auswahl hatte ich Wishu, Luxtra, Wolverock in der Tagform, Cramor, Grandiras und dazu dann noch eine der beiden Wulaoso-Formen. Ich habe mich für die fließende Kampftechnik entschieden, also den Wasserkampftypen. Und ja, ich zeige euch direkt mal das Team, wie wir es dann aufgebaut haben. Zuerst haben wir Wishu mit dem Lebenorb und der Belebekraft. Das heißt, wir machen sehr viel Schaden, aber kriegen halt Schaden. Aber mit dem Belebekraft können wir dann halt wieder rausgehen und wieder ein bisschen was dazu heilen. Voll in die Initiative, Rest in den Angriff. Und als Attacken habe ich mir überlegt, wenn es sich sowieso die ganze Zeit Schaden macht mit Lebenorb, warum dann nicht Gegenschlag spielen? Denn Gegenschlag wird ja stärker, je weniger Leben hat. Unter 10% macht man, glaube ich, schon ein Base 150, dann ist es schon stärker als High Jump Kick, also als Turmkick. Und unter 4% Leben sind es dann, glaube ich, sogar schon 200 Stärke. Das ist, könnte nochmal so einen Kick geben zum Schluss. Haha, Kick. Genau, dann halt den Turmkick, der uns ja auch eventuell Schaden macht, wenn wir uns nämlich, wenn wir nämlich daneben treffen, kriegen wir 50% Schaden. Also auch hier eine krasse Synergie. Ja, ja. Dazu noch die Steinkante und dann noch den Gift-Heap einfach als Coverage. Als nächstes haben wir Luxtra. Luxtra habe ich defensiv mal gespielt, weil es hat ja den Bedroher und wenn ich dann auch noch alles in Spezialverteidigung packe, müsste es ja eigentlich ganz gut tanken können. Dazu die Überreste, um möglichst langlebig zu sein. Dann haben wir noch das Lichtschild dabei, um noch besser gegen spezielle Mons aufgestellt zu sein. Die Donnerwelle zum Nerven. Dann haben wir noch den Knuddler, der kann wieder den Angriff senken. Das heißt, wir sind halt wirklich gegen beide Sachen ganz gut aufgestellt, sowohl gegen physische als auch spezielle Mons. Und wenn wir dann selber mal ein bisschen Schaden machen wollen, können wir noch den Stromstoß drücken. Achso, natürlich ungerade KP-Anzahl und den Rest mache ich inzwischen gerne einfach in die Initiative, weil wenn dann mal so ein Speed-Tie ist, wo irgendwie beide 70 Base findet haben und ich habe dann halt 8 Punkte drin, bin ich immer schneller. Ist ganz cool. Dazu haben wir dann noch den unser Lead-Pokémon, also das wird sehr wahrscheinlich unser Lead sein. Ich Wolverock in der Tagform mit dem Focus-Gurt, das heißt, wir überleben safe einen Hit. Können ja auch noch keine Hazards liegen in der ersten Runde, das heißt, wir überleben wirklich safe einen Hit. Außer der Gegner hat so eine Multi-Attacke oder sowas. Ah, Ability habe ich noch gar nicht geguckt. Machen wir das. Wir kriegen Initiative, wenn wir geflincht werden. Oh yeah. Dann haben wir Tarnsteine und Verhöhner. Das ist auch immer witzig, weil am Anfang sind ja oft gerne Pokémon draußen, die irgendwie Hazards legen wollen oder so. Die können wir dann einfach direkt verhöhnen. Und dann können wir selber unsere Rocks legen. Dann chippen wir es noch ein bisschen mit Steinkante. Und weil es dann ja getauntet ist, kann es ja nur noch Angriffsmoves machen. Das heißt, wir können dann noch den Tiefschlag drücken. Der ist nämlich sogar noch ein bisschen stärker als der andere Prio-Move, den Wolverock ja eigentlich hat. Der kommt nämlich mit Step nur auf 60, aber bei Tiefschlag haben wir ja 70. Und die ist halt nur schlechter, weil der Gegner muss ja angreifen, aber das können wir mit Taunt machen. Genau.
Das ist hier die Idee. Alles in die Initiative, damit wir auf jeden Fall zuerst unseren Verhöhner rauskriegen, bevor der Gegner irgendwelche Hellsatz legt. Reste den Angriff, weil der auch ein bisschen was angreifen kann. Und dann haben wir noch den Rest hier, diese vier in die Spezialverteidigung, weil, keine Ahnung. Dann haben wir unser Kramor. Kramor ist unsere physisch-defensive Wall. Haben wir auch so ausgelegt. Ungerade KP-Anzahl, aber ganz viel an DKP. Dann alles in die Verteidigung und den Rest wieder in Initiative. Wir spielen den Beulenhelm. Wir spielen diese neue Fähigkeit von ihm. Irgendwas mit Spiegel, Schild oder so. Und die sagt, dass wenn der Gegner uns versucht, Stats runterzumachen, also zum Beispiel mit Bedroher oder sowas, dann kriegt der Gegner das stattdessen. Das ist eigentlich ganz witzig. Dann spielen wir den Protzer und das Auflockern und den Ruheort und dazu noch einen Sturzflug. Das heißt, wir können auch ein bisschen was raushauen, nämlich mit Protzer werden wir im physischen Angriff und in der physischen Verteidigung immer stärker. Das heißt, physisch kann dann den irgendwann gar nichts mehr töten. Und dann können wir auch mit Sturzflug ganz guten Schaden machen und Ruheort hält uns ein bisschen gegen, weil wir auch Recoil Damage haben beim Sturzflug. Genau, und Auflockern, ja, ist einfach nice to have. Jetzt bei unserem Team nicht so dramatisch, also Tarnstände zumindest nicht. Aber wenn da zum Beispiel Giftspitzen oder so liegen, dann kann der immer safe rein, wird davon nicht getroffen und kann die dann wieder entfernen. Dann haben wir noch Grandiras. Grandiras ist unser Special Attacker, weil das war der einzige, der irgendwie einen brauchbaren speziellen Angriff hatte. Ich habe auch überlegt, Vishu speziell zu spielen, aber der lernt fast gar keine speziellen Moves, deswegen nö. Deswegen nö. Deswegen hier ihn. Wir haben seine Special Attacke. Ach nee, ja, das ist Überschallknall. Genau, seine Überschallknall. Dann haben wir seine Special Attacke, die Drachenschuppen, die recht viel Schaden drücken, aber deine Defensive dafür leider um 1 verringern. Dann haben wir noch den Fokusstoß und den Flammenwurf dabei als Coverage. Sind auch speziell offensiv ausgelegt, aber dann alles noch in KP und nicht in Initiative, weil ich dachte, wenn wir schon voll Damage Moves spielen, warum dann nicht die Offensivweste? Und deswegen ist der so ein bisschen auch unsere Antwort nochmal gegen spezielle Mons. Restlichen, die übrigen gebliebenen sind dann natürlich wieder in Initiative, aber so, dass die KP ungerade ist. Ja, und dann die drei Fähigkeiten sind halt alles immer so mehr. Deswegen habe ich jetzt mal Immune to Powder Moves gemacht, falls mir nicht irgendwas mit Wetter spielt oder Schlafpuder, finde ich eigentlich noch das Beste von den dreien. Kommt halt immer drauf an, gegen was man so spielt, ne? Aber ja, also unser Offensivwestenträger, der dann aber auch speziell angreift und vielleicht überraschen kann damit. Und dann haben wir noch unser Vulaoso in der Rapid Strike Form, also die fließende Form. Da spielen wir das Weißkraut. Ja. White Herb. Genau, das, was uns auf jeden Fall unsere Stats wieder restored, wenn die runtergehen. Und wo gehen sie runter? Ah, beim Nahkampf. Das heißt, wir können Nahkampf drücken und einmal for free die Stats wieder auf 0 machen. Haben dann kein Item mehr und können dann auch noch mit Akrobatik, mal schöner Coverage, ein bisschen mehr Schaden machen. Die ist nämlich dann bei 110. Wird nämlich gedoppelt, wenn wir kein Item haben. Dann haben wir natürlich noch seinen Signature Move, wo wir immer dreimal treffen und auch jedes Mal damit critten. Ist also auch ziemlich, ziemlich strong. Und dann noch ein Gift-Heap. Und ja, die Fähigkeit gibt es ja nur eine. Da können wir halt durch Schutzschild oder Scanner oder so können wir einfach durchattacken. Auch ganz cool. Nicht zu verwechseln mit Schildlos. Bei Schildlos ist es so, dass alle Attacken treffen. Ja, aber nur von der Genauigkeit her. Man kann trotzdem noch, glaube ich, mit Schutzschild und so dagegen wirken. Und hier ist es halt einfach so, alles geht durch Schutzschild durch. Zumindest Kontakt-Moves. Das sind aber alles Kontakt-Moves, also passt das. Genau, und dann sind wir in die Initiative komplett investiert und dann noch in den Angriff und was übrig geblieben ist, in die Verteidigung. Und dann schauen wir mal, wie es im Kampf aussieht. Viel Spaß. Akzeptieren. Akzeptieren, let's go! Du bist Gestein. Bist du der Gesteinsarena-Leiter? Ja. Bist okay. Du Maastricht? Ja! Warte mal. Warte mal. Dann fehlt doch aber noch ein Charakter. Seine Welche Frau. Fehlt? Seine Frau? Ja, die kann man auch bekämpfen im DLC. Wenn man genug Watt gesammelt hat. Echt? Ja. Dann haben wir die irgendwie vergessen. Wie heißt denn denn? Keine Ahnung. Maastrichts Frau. Geschlecht, männlich. Das hat nicht geklappt. Gib einfach mal Maastricht ein, dann findest du ja die.
Bei Maastricht. Und dann bei Familie Tate, ist da seine Frau. Ja. Stimmt, Enya hat auch richtig viele Pokémon. Ja, die hat dann 6 Stück Potenzio sogar. Potenzio hat nur ein Porygon. Ja. Ja, ich finde die jetzt aber nicht so wichtig, ehrlich gesagt. Na gut. Da passt schon. Okay, ich muss dich aber nochmal lauter machen, mein Lieber. Jetzt doch wieder, oder was? Ja, ja, du bist auf -2. Egal. So, -2. Jetzt hast du natürlich hier 3 Kampf-Pokémon am Start. Und ein Wasserkampf. Let's go. Und noch ein Stahl-Pokémon. Also oh, ich habe schon auf jeden Fall einen Typenvorteil. Aber ja, Luxur war ich fertig. Luxra heißt es. Aber mein danke. Ich, ja. Ja, schwierig. Schwierige Situation. Hm. Okay. Ich glaube, wir machen einfach das hier erstmal. Okay, Zweck. Svanasana. Los, Svanasana. Was? Svanasana. Ja. Okay, was auch immer. Sag hallo zu Zweck. Hallo Zweck. Ich bin Zweck. Achso, Svanasana ist übrigens soll ich dir erklären, was das ist? Oder möchtest du Ich weiß nicht, was ein Svanasana ist. Ist das ein Instrument? Nein. Sondern? Das ist der herabschauende Hund im Yoga. Ach so! Weiß man doch. Ja, das weiß man natürlich. Ich, als jemand, der jeden Tag Yoga macht, weiß das natürlich. Du willst doch bestimmt Starnsteine regen. Aha, oder eine Donnerwelle. Perfekt. Hätte ich mal Erdbeben gedrückt. Hättest du mal Erdbeben gedrückt. Hätte ich mal Erdbeben gedrückt. Tja. Hallo, ich bin Gag. Gag und Gag. Ja. Reimt sich auf jeden Fall schon mal. So, Tarnsteine liegen. Ich bin Gepäck. Oh, der hat diese Dinger. Die Schuhe. Ja. Der hat Schuhe an. Das ist ja, das ja, der macht Schuhe an. Der hat Schuhe an. So. Machen wir nochmal das hier. Das sollte einigermaßen Schaden machen. Ui, nicht so viel, wie ich dachte. Rapid Spin, aha. Aha, ja, aha. Mal. Aha. Schau dir das mal an. Dann leg ich dir wieder. Flammenwurf, süß. Ja, krass, ne? So, was hat der noch? Ich will auf jeden Fall nicht, dass du Tarnsteine legst. Okay, dann hau ich ja deine weg. Das ist okay. +2 bist du jetzt schon. Wärst du voll in it investiert, könntest du mich jetzt sogar outspeeden. Ja. Nee, doch nicht. Doch noch nicht. Gerade so nicht. Haha. Lass mich überlegen. Außer ich bin nicht voll in it. Dann läuft gerade alles nicht so, wie ich mir das vorstelle hier gerade. Ja, der herabschauende Hund schaut auf dich herab. Ich mag den herabschauenden Hund nicht. Wollen wir mal Besteck? Hallo Besteck. Nein, ich frage mich, was mein Naming-Team ist. Es reimt sich alles auf Eck, weil Gesteins-Pokémon so eckig sind. Ja, das war der Sinn, bestimmt, weil sie eckig sind, ja. Nicht nur einfach so, weil sie eckig sind. Das ist vollkommen richtig. Dann ist ja gut. Immer schön taunten. Scheiß auf deinen Taunt. Okay. Aquatain, alles klar. So willst du es also. Schon verstanden. Ja. Holen wir doch mal Virabhadrasana raus. Ja, das ist natürlich der klatschende Bär, man kennt ihn. Nee, das ist der Krieger. Ach so, ja gut, okay. Wusste ich. Okay. Ja, du hast einfach. Ne, doch, du hattest den Potrot, was du in Kampfattacken reinwechseln kannst. Aber alles andere hat einfach eine Kampfschwäche. Oh. Ja. Ja. Gut, dass wir nicht mit Mega-Entwicklung spielen, sonst könnte Besteck jetzt Mega entwickeln. Das wäre schon. Ja, Mega-Entwicklung huge. Gibt es aber gar nicht hier, also. Ja, genau, gut, dass wir nicht damit spielen hier in der Gen. Achso. Aber ich hab's geschafft, dass meine Tarnsteine liegen. Juhu! Ja.
ja. Und dein Spinner ist auch nicht mehr so healthy. Da ist er ja schon wieder. Stippgepäck. Oh nein, nicht Gepäck. Oh doch. Oh, dein... Burnt on Ö. Lul. Als ob der den Flame Body kriegt. Nein. Los, das ist Gag. Nicht gut. Das ist nicht gut. Das der ist macht gut. Doch jetzt irgendeinen Scheiß. Mach das trotzdem. Oder wie ist es bei Crit Damage, wenn man geburnt ist? Ich habe keine Ahnung. Nicht allzu viel, wie es aussieht. Oh, hey. Scheinbar nicht so viel, nee. Stop it. Das trifft immer dreimal, mein Freund. Ach so. Ich kenne das Viech nicht. Na gut. Oh nein, der kann doch bestimmt auflockern. Tja. Haha! Okay, ich booste mich erstmal ein bisschen. Scheinbar booste ich mich jetzt erstmal ein bisschen. 5 Runden? 4 Runden? Ich habe keine Ahnung, Mann. Ich habe keine Ahnung. 7? Ich weiß es nicht. Lies doch einfach nach. Das steht da nicht. Ach doch, das steht da. 3 Runden. Danke. Sonst hätte ich jetzt nachgeguckt. Mann, mein Flammenwurf ist weg. Oh, stimmt. Das ist gut. Was kannst du gegen Shavasana tun? Shavasana ist übrigens die Schlussentspannung. Das macht man immer am Ende von der Session. Die Schlussentspannung. Okay, ja. Ja. Ich denke, boah, bist du gut? Dam, bam, bam, ba, 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 ba. Oh, Schreck. Ja, das ist Schreck. Er zeigt dir nämlich gleich den Schreck. Oh, der hat auch sowas. Alles ja. Klar, alles klar. So, ach, ich bin jetzt auch schon richtig fett. Du bist immer noch in Court, aber du kannst noch nichts machen. Du machst das erst nach 2 Runden. Weiß, einmal gönn ich noch. Ja, ich gönn mir auch noch einmal. Ja, gönn dir mal. Oh Gott. Einfach beide plus 3 jetzt. Oh yeah, oh Gott. Let's go. Komm schon, du bist krass. Ah, ich sehe gerade ein Problem. Naja. Machen wir erstmal. Oh, komm schon! Machen wir erstmal das hier. Ja, der wird jetzt auf jeden Fall ein Problem. Ich sollte ihm eigentlich ganz guten Schaden drücken. Auch weil es nicht sehr effektiv ist. Ja. Sehr gut. Fühle ich nicht. Schreck ist weg. Für den Zweck. Okay, der Brave. War kein Gag. Das war kein Gag. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Ich habe einfach 1017 Verteidigung. Heilige Scheiße. Das ist viel. Das ist ja richtig viel. 1017. Krass. Ah, oh Mann, dass mein Flammenwurf tot ist, ist echt ein bisschen ärgerlich. Ja, du hast halt jetzt nur noch physische Moves, ne? Mhm. Boden-Pokémon sind halt nicht so speziell, mein Lieber. Aber dass ich diesen, Pokémon, aber ja. Meine ich ja. Aber dass ich diesen Kampf gewinne, da habe ich eh nicht allzu sehr mit gerechnet, muss ich sagen. Der Stein ist schon echt weak, leider, ja. Mhm. Oh, warte, der kann ja wieder... Drückst du ein Core? Ja. Natürlich. Cool. Cool. Cruella. Was machen wir denn gegen den? Wahrscheinlich den hier. Ich bin der Gag an der Sache. Verstehst du? Dann kommt jetzt Balasana. Dann kommt jetzt Dreck. Siehst du, weil er sieht aus, als ob er in Dreck getreten ist. Nice. Balasana ist die Pose des Kindes übrigens. Des Kindes? Ja, da rollt man sich so zusammen und die Arme gehen so nach vorne und die Beine sind so eingeknickt. Ah ja. Man sitzt quasi mit seinem Bauch, liegt man auf seinen Oberschenkeln. Ah ja. Ja, ja. Okay. So. Drücken wir mal das hier. Shuckle again. The Gag. Aha! Mist. Das ging daneben. Das ging Mist. Auch daneben. Hier, frisst Toxin. Nein. Oh, doch. Nicht mein inneres Kind. Die Pose des Kindes. Nicht, doch. Ach, was auch immer. Ja, schon der dritte Mist.
Irgendwann triffst du. Ich glaube an dich, Balasana. Ich glaube an dich. Du kannst es schaffen. Irgendwann bestimmt. In einer, nicht allzu fernen Zukunft. 36% Schaden. Wow, das ist ja nichts. Nicht so viel, nee. Nervisch ist das. Aha. Na gut. Ich guess, wir Burg ab und dann wieder erstmal vier Runden. Dasselbe Spiel nochmal, okay, dasselbe Spiel nochmal. So, jetzt bin ich gespannt, was du gegen ihn machen möchtest. Ich hab Dreck. Ich hab bei Glasfall Dreck. Fuck. Ich dachte, ich hab... Ach doch, hab ich. Ein Crit, wie schön. Das ist nicht gut. Das ist gut. Nein! Haha! Ich krieg das noch irgendwie hin. Du kannst jetzt deinen Auflocker nicht machen, weil du noch am Bulken bist. Ja, das ist cool, cool World. Das ist. Nein, das macht natürlich nicht so viel Schaden. Eine Heat Crash. Das ist der Brandstempel. Ah. Hallo, Gag. Ach, nicht der schon wieder. Aha, getroffen. Ja, das stimmt. Oh, Special Death Drop, das ist gut. Das ist schade. Ja, das war's eigentlich schon. Das macht mehr Schaden. Das macht mehr Schaden. Dann höre ich doch mal die Spezialverteidigung hier ein bisschen. Na gut. Oh, 2%. Das ist nicht viel. Nee. Komm, Gag. Oh ja, mein Plan hat funktioniert. Als ob der jetzt einfach fucking... Okay. Tada, ich krieg die Zeit allerdings wieder weg. Oh, und du kannst jetzt alle widerlegen. Ja, cool, ne? Ja, dann opfer ich den jetzt. Ja, der ist tot. Toxin, wuh! Hey, dafür, dass ich hier im Nachteil bin mit den Kampf-Pokémon, mache ich das gar nicht so übel. Dieser Burn auf meinem Urshifu ist halt echt nervig. Oh, da hatte ich so Glück, ja. Und auch die ganzen Misses mit den Fokusstößen. Ja, stimmt, das waren einige. Los, Bungasana. Bungyangasana. Okay, was das auch immer. Das ist, warte, lass mich kurz nachschauen. Das ist die Cobra. Ah, ja, sehe ich auf jeden Fall. Das passt. Ja, mit den Dingern, die da runterhängen an den Armen, ist das definitiv eine Cobra. So, komm schon, triff. Ja, nice. Oh, sehr der schön. Crit. Ah, schade. Weggekrittet. Schade. Bam, 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 bam. So, der macht jetzt auch nochmal ordentlich Druck, weil der ist richtig schnell. Aber ich hab noch Dreck. Fast Boy. Ja, aber meiner ist faster. Los, Cobra. Mach ihn kaputt. Ich hätte auch gerne die anderen Namen genommen, aber herabschauender Hund ist halt wutet, weißt du? Lol. Ja, Herabschauender Hund ist halt ein bisschen blöd. Ja. Bisschen lang. Oh, I see something. Ah, ich hab noch Besteck. Warte mal, wie war das? Ab wann ist das stärker? Oh, mich war ein fürchterliches. Schwierig. Mach ich das? Mach das. Ich glaube, es ist schon stärker. Oh mein Gott, was ist das für eine Attacke? Gegenschlag, die macht mehr Schaden, je lower ich bin. Deswegen habe ich ihm Lifehop gegeben und der Sandsturm hat mir auch geholfen dafür. Ja, das ist leider wahr. So, das Problem ist, dass der immer noch geburnt ist. Yay! Das Problem ist, dass ich den Sandsturm jetzt optimal nicht mehr richtig durchbekomme. Oh ja, das ist richtig. Das ist allerdings etwas schade, ja. Ja, macht immer noch mehr Schaden. Oh Gott. Oh, das war der Crit. Die machen immer Crits. Das ist die Attacke, die trifft dreimal und crittet immer. Oh, du hast nur Steinkante, okay. Dann sieht's doch ganz gut aus für mich. Aua. Eins. Aua. Zwei. Und drei. Oh, was? Naja, das Spiel hat uns noch nicht gespoilert, also. Ja, stimmt schon. Okay. Ich topf der Gier. Mendes, Mitch. Akrobatik, W20. Oh nein. Oh yeah. Aua. Krasser Skillcheck. Yeah. Wie hieß Luxtra?
Ach so, Luxtra hieß. Was kann ich hier gerade nicht schauen? Barmanasana. Und das ist? Und das ist der Vierfüßlerstand. Ah ja. Das okay, das passt natürlich. Gut, damit Besteck, Schreck, Gag, Gepäck, ist mein Zweck, Kugelschreiber okay. auseinandergeflogen. Und damit haben wir einen Stand von, warte mal, 10, 15, 20, 25, 28 auf deiner Seite zu 29 auf meiner Seite. So knapp zum Schluss noch, ey. Das ist echt, du hast am Ende echt super knapp noch aufgeholt, aber... Aber ich glaube, du hast irgendwann zwischendurch mal resettet, weil wir gleich auf waren, kann es sein? Weil es waren ja mehr als 57 Folgen. Wir sind jetzt ja schon bei 86 oder 87 oder so. Nein, nein, das passt. Oder? Ich hab echt? Ich habe nicht resettet. Aber sind wir nicht bei viel mehr Folgen? Oh, sorry, ich habe mich verzählt. Warte mal, das sind ja immer 10, 20, 30, 40, aha. 43 zu 44, Verzeihung. Ja, das ergibt mehr Sinn. Das ergibt mehr Sinn, ja. 87 zur Folge, genau. Ja, das passt. Oh, ja, yeah. Das war die Character Battle und das nächste Pokémon-Showdown-Format wird was anderes Lustiges. Oh yes, freut euch drauf. Weil das ja nicht lustig war. Das ist das Problem, genau. Ja, es ist immer todernst und wir schweigen uns immer nur an. Mhm. Yeah. Tschüss. Bye-bye.